Willkommen zurück zu Mario Odyssey. Wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Und jetzt, viel Spaß. In der letzten Folge haben wir das Wüstenland abgeschlossen. Jetzt geben wir auch mal schnell die Monde ab, dass wir weiterreisen können. Wir haben ja doch einige Monde gesammelt. Von 6 auf 28. Die Odyssey ist leistungsfähiger. Und das bedeutet für uns, wir können gleich unsere nächste Reise antreten. Die Qual der Wahl. Wir können ins Seeland oder ins Forstland gehen. Da würde ich sagen, gehen wir als erstes mal ins Seeland. Und damit sind wir im Seeland angekommen. Und ich muss zugeben, ich mag das Seeland eigentlich, aber ich finde, es ist eins der schwächeren Welten, wenn man jetzt mal die komplette Gesamtheit beachtet. Brudels über dem See. Naja, dann wollen wir mal gleich. Wir müssen mal wieder die Brudels besiegen. Darauf habe ich auf jeden Fall richtig viel Bock. Wir brauchen hier aber auch nur 8 Monde, sehe ich gerade. Das hier ist auf jeden Fall keine riesige Welt. Ich sehe hier unten schon was. Let's go. Da ist der erste Mond. Am Seeufer. Und hier unten sollte sich auch gleich der nächste verstecken. Hier mit Hilfe der... Och nee, das kriege ich doch safe nicht hin. Ja gut, ich habe jetzt schon verkackt. Ja, das schaffe ich niemals. Nope, das hat nicht geklappt. Nochmal. Oh, ich habe keine Leben. Komm schon. Oh, das eine einzige hat gefehlt. Ist das lächerlich. Komm, 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 let's go. Hat viel zu lange gedauert. Aber dann ist hier der zweite Mond. Notenjagd im kühlen Nass. Hier gibt es einen Reißverschluss für uns. Dann kommen wir hier runter. Frage ist jetzt nur, was erwartet hier? Ach ja, warte mal. Hier geht es noch weiter nach unten. Ah, das ist der Teil hier. Hier hinten sind lila Münzen. Natürlich mit den Stacheln ein bisschen unangenehm, aber das sollten wir schon schaffen. Weil das geht hier lang und hier lang. Hier jetzt erstmal dahin. Eine Kiste. Lass mich raten, mit einem Mond drin. Sehr schön. Schatz im stacheligen Wassertunnel. Das sind hier so komische Seealgenviecher. Ihr seid schon echt hässlich, ne? Wisst ihr das? Meine Güte. Hier sind dann diese Cheep-Cheeps, die ich erwartet habe. Wir kapern mal schnell einen Cheep-Cheep, holen uns hier mal kurz die Flagge. Jetzt gibt's hier, ja, Mondteile, Mondstücke, wie auch immer. Hier gibt's auch noch einen weiteren Mond. Hoppe, hoppe, Dori. Hier gibt's noch ein weiteres Stück. Ich glaube echt, dass die Seeland-Dings echt übersichtlich ist. Da sollten wir relativ schnell unseren Spaß haben. Let's go, nächster Mond. Cheep-Cheep-Wechsel. Brauchen ja nur noch 3 Monde, sehe ich gerade. Hier muss ich mal kurz raus und hier einmal stampfen. Let's go. Nächster Mond. Überraschung in der Bröckelsäule. Wie ich gedacht habe. Aber dafür gibt es ja dann das Forstland, was dann als nächstes auf uns zukommt. Weil das ist alles andere als übersichtlich, sage ich mal so. Hier gibt es ein weiteres Mondstück. Let's go. Jetzt fehlt mir nur noch eins. Die Frage ist, wo ist sich das versteckt? Habe ich doch safe irgendwo übersehen. Ey, Dori, weißt du, wo es das letzte gibt? Hier sind nochmal lila Münzen. Aktiviere hier mal kurz den Speicherpunkt. Hier sind nochmal lila Münzen. Wo ist denn dieses komische Teil? Ich weiß es nicht. Hier kommen wir nicht hin. Da oben. Ach, hier ist das. Den nehme ich mit. Dankeschön. Ja, endlich. Das hat viel zu lange gedauert. Der nächste Mond. Dankeschön. Mondstücke im See. Müsste es jetzt nicht hier irgendwo einen Geheimgang geben? Ja, hier. Ich erinnere mich gut. Oh, du hast mich gefunden. Sehr schlau. Nimm das als Belohnung. Dankeschön. Unser Geheimniskämmerlein. Schaffe ich das Ganze nach unten? Das ist nämlich ziemlich tief. Alter Vater, ist das tief. Meine Luft macht langsam Schwierigkeiten. Krieg Schaden. Tod, was machst du hier unten, Bro? Meine Güte, was soll das denn? Also Captain Tod, ich weiß auch nicht, was das jetzt sollte, ne? Aber gut. Wenigstens hat sich's gelohnt. Lass uns schwimmen, Captain Tod. Das war ja wirklich sehr tief. Jetzt sind wir aber wieder hier oben angekommen. Die Frage ist jetzt, wo es jetzt weitergeht. Aber ich glaube, wir müssen jetzt über die Plattformen gehen. Das heißt, wir müssen erstmal hier rüber. Alter, wer bist du denn? Siehst ja richtig schick aus in deinem kleinen Hochzeitskleid. Heiraten Gumbas? Das ist jetzt eine gute Frage. Hier unten ist ein Gemälde. I guess, wir gehen mal kurz rein. Ach, ich glaube, das bringt mich auf so eine Insel, die ich da gesehen hatte. Ja, genau wie ich erwartet hatte. Das ist diese Insel, die hatte ich nämlich von hier unten auch schon mal gesehen. Den Mond nehme ich auf jeden Fall mit. Geheimfahrt zur Brutzlebene. Kurze Frage. Ich glaube, ich muss euch alle kapern, ne? Sonst werdet ihr ja nicht hier. So, jetzt aber. Dann kann ich mir nämlich hier die lila Münzen holen. Jetzt kann ich mir hier noch einen Mond mitnehmen. Dankeschön. Am Ende des geheimen Tunnels. So geheim war der jetzt auch wieder nicht, ne? Frage ist jetzt aber ehrlich, wo müssen wir lang? Hier hoch? Aber hier waren wir doch schon. Hm. Ich bin verwirrt. Stimmt, es gibt ja hier oben noch einen Eingang. Merkt, dass ich das Spiel lange nicht gespielt habe. Wir hatten hier einst ein herrliches Schnicksenkleid im Schaufenster. Aber dann hat dieses Ungeheuer es gestohlen. Er hat den größten Schatz unseres Landes einfach geklaut. Tut mir sehr leid, kann man aber nicht viel machen, ne? Also ich gebe mein Bestes. Aber warum weinst du? Ne, egal. So, was habt ihr denn Schönes im Angebot? Einen weiteren Mond, ja, den nehme ich doch. Dankeschön, Shopping im See, elegant. Wir könnten uns jetzt noch dieses Taucher-Outfit kaufen. Will ich das haben? Ach komm, machen wir einfach mal. Sexy Mario. Dadurch, dass wir diesen Anzug haben, können wir jetzt auch hier durch diese Tür gehen. Und können damit zum leeren Stand des Schnicksenkleids. Und ich glaube, wir müssen hier oben unsere Mütze drauf werfen und ja, genau. Und da kriegen wir einen neuen Mond. Den nehmen wir natürlich auch gerne mit. Unpassend gekleidet. Ich finde, ich bin sehr passend gekleidet. So, jetzt habe ich denen aber genug geholfen. Jetzt wird es Zeit, hier irgendwie mal zum Bosskampf zu kommen. Hier ist ein Aufzug. Ich wusste es doch, irgendwie geht's hier rein. War die ganze Zeit so verwirrt. Ich glaube, so schlecht hat noch niemand das Seeland durchgespielt. Hier gibt es nochmal 3 lila Münzen. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Hier gibt es nochmal einen Mond versteckt in Kisten. Der bewegt sich aber ganz woanders hin. Hier sind nochmal ein paar lila Münzen versteckt. Kann ich hier abkürzen? Jawohl. Dankeschön. Was ist wohl in der Kiste? Dann gehen wir jetzt noch hier nach oben. Und hier erwartet uns dann ein weiterer Kampf. Ihr seid auch schon ganz schöne Knechte, ne? Aha, du bist zu spät. Wir haben das Schnicksenkleid schon unter unseren Nagel gerissen. Er passt sogar zum Frack vom Chef. Du willst es zurück? Schminkst du ab. Das behalten wir. Ja, Kollege, ich weiß auch nicht, ne? Deine Friese ist auch ganz wild. Nächster Bosskampf gegen die Brudels. Jetzt muss ich mich erstmal... ich muss mich erstmal wieder dran erinnern, wie das geht. Wieso hast du eigentlich eine Blume in deinem Hut? Autsch, das ist doof. Ich habe nur noch ein Leben. Schaffe ich das? Schaffe ich das? Jawohl. Hilfe, Hilfe, ich werde verfolgt. Warte, ich glaube, der wirft jetzt mehrere, oder? Nee. Oh Gott. Uiuiui. Darf ich das?
Schaffe ich das? Hier oben bin ich und weg ist er. Lass das. Ich hätte mir den Kampf nicht so schwer machen müssen, aber ich habe mich einfach wirklich dumm angestellt am Anfang. Aber egal, damit ist es... Oh mein Gott, bin ich dumm gestorben. Ja, darüber möchte ich nicht mit euch reden. So, jetzt aber. Der ist absolut kein Problem. Ich habe mich einfach nur dumm angestellt. Aber egal, damit ist unser nächster Multimond erreicht. Rudels über dem See. Und damit haben wir auch das Seeland jetzt abgeschlossen. Das heißt, es geht gleich weiter für uns. Von 28 auf 44 Monde. Und das war wirklich nur die mitgenommen, die ich auf dem Weg gefunden habe. Und damit kann es jetzt gleich weitergehen, und zwar ins Forstland. Boah, ich liebe das Forstland so sehr. Es ist so toll. Und wir kommen wieder mal an. Fahrt zum Himmelsgarten. Und das ist auch mal wieder eine Welt, die es in sich hat. Ihr seht allein, wie viele Monde wir überhaupt brauchen, um weiterzukommen. Aber dementsprechend viele sollten wir auch finden auf dem Weg. Let's go! Und da ist auch schon unser erster, in dem wir einen Hasen besiegt haben. Ein wunderschöner Mond. Hoppeldi-hopp im Wald. Unseren zweiten können wir auch hier gleich im Shop kaufen. Vielen Dank. Shopping im Robohain. Und ich glaube, bei dem müssen wir jetzt hier Fragen beantworten, kann es sein? Sei gegrüßt, Reisender. Ebenso sei deine Kopfbedeckung begrüßt. Vermagst du meine Fragen zu beantworten? Was ist es, das das Ungeheuer in diesem Land begehrt? Wasserholzblumen. Ich gehe mal von Blumen aus. Diese Antwort ist korrekt. Bitte setz deinen Weg fort. Danke dir. Ich habe safe richtig viel übersehen, aber egal. Hier gibt es erstmal lila Münzen. Hallo, Mario. Sammel die lila Münzen ein. Dankeschön. Oh, die Musik. Ich liebe es. Ich liebe diese Welt so sehr. Das ist ungefähr die Musik, die ich in jedem Video von mir verwende. Ein kleiner Speicherpunkt hier für uns schon mal. Hier gibt es nochmal lila Münzen. Ich benutze allgemein sehr viel Mario Odyssey Musik in meinen Videos. Aber ich bin ganz ehrlich, es ist auch wirklich geniale Musik. Hier gibt es eine Röhre. Das ist eine Zier. Ach, das ist sowas. Oh ne, da gibt es Fassis. Muss ja nicht, ne? Hier hoch geht's, glaube ich. Jawohl. Ein paar Wandsprünge. Und hier versteckt sich ein Mond. Dankeschön, überflutete Rohren. Pfad. Was zum Teufel ist das für ein Wort? Benutzt doch bitte Wörter, die ich aussprechen kann. Unterwassertunnel. Hier drüben sind nochmal lila Münzen. Oh, guck mal, welchen Kollegen wir hier haben. Hier oben sind auch nochmal lila Münzen. Gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Gibt ja noch einiges zu erledigen. So, der frisst erstmal hier schön unsere Mütze. Wir können ihn dann kaputt. Autsch. Was gibt's hier oben versteckt? Ah, warte mal. Hallöchen, ich bräuchte dich mal bitte kurz. Warte mal. Da hinten versteckt sich doch nochmal was. Hier ist noch eine Nuss versteckt. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Dankeschön, die Nuss um die Ecke. Hier versteckt sich noch ein Block. Aber mehr auch nicht, glaube ich. Oder? Nee, mehr nicht. Hier. Och nee. Nicht sowas. Ich glaube, den Knecht muss ich jetzt einfach ohne Mütze besiegen. Das kriege ich hin. Kann ja nicht so schwer sein, oder? Oh, ich bin so ein Idiot. So, down ist er. Man kann sich auch wirklich anstellen. Ist das schrecklich. Naja, Feuer in der Höhle. Machen wir uns mal auf den Weg nach oben. Da erwartet ja uns noch einiges. Was machst du hier unten? Autsch. Was war das denn für ein Snipe, ey? Jetzt müssen wir aber auch wirklich gucken, dass wir nichts übersehen. Wir arbeiten uns hier am besten mal nach oben. Und hier versteckt sich schon eine Nuss. Ich wusste es doch. Let's go. Dankeschön. Die Nuss im roten Labyrinth. Hier sind noch ein paar lila Münzen. Und ein weiterer Speicherpunkt. Dankeschön. Was? Das wusste ich nicht. Ich kann spucken? Das habe ich noch nie gemacht. Muss ich zugeben. Ich drehe die lieber. So, Dicke. Fang. Friss. Das war's mit dir. Danke für den Mond. Fahrt zum Himmelsgarten. So können wir auch weiter nach vorne kommen. Blumendiebe im Himmelsgarten. Und genau diese Knechte habe ich gemeint. Auf die habe ich jetzt gar keinen Bock. Ich meine, die Kämpfe sind easy und so, aber ich finde sie einfach unsympathisch. Ich kriege gerade richtige Nostalgie-Flashbacks auf meine Mario Odyssey Streams. Das sage ich euch. Bei meinem alten Projekt damals. Hier ist eine Nuss. Die nehmen wir mit. Mit einem Mond. Dankeschön. Der Nuss auf der Turmruine. Und hier unten versteckt sich auch noch was. Lila Münzen, die ich fast versagt hätte. Die nehme ich einfach mal mit und dann gehe ich sterben. Schade. Ja, dann kannst du mich jetzt hier gleich weitergehen. Einmal hier in den Tunnel rein. Da müssen wir jetzt uns schön den Weg nach oben bahnen. So, dich brauche ich. Das weiß ich. Irgendwo hier versteckt sich auch noch was. Warte. Hier, genau. Dankeschön. Die im Turm gepflanzte Nuss. Wie viele Nüsse ich jetzt schon eingesammelt habe, ne? Nein, ich bin komplett runtergefallen. Naja, gut, schadet nicht. Hier sind nämlich noch lila Münze versteckt. Dann nehme ich die gleich mal mit. Danke. Hier hoch müssen wir. Und hier oben versteckt sich noch ein Mond. Dankeschön. Einmal Beine ausstrecken. Und der nächste Bosskampf erwartet uns. Diesmal wieder gegen die Brudels. Aber das wird nicht der letzte Bosskampf in dieser Welt sein. Jetzt fehlt nur noch einer von euch Knechten. Zu spät, ihr Dummköpfe. Wir haben das Blumenarrangement längst geklaut. Und jetzt macht Platz, damit wir auch die restlichen Blumen mitnehmen können. Eieiei. Ganz ruhig, Dicker. Ich finde, das ist einer der schwersten. Also vielleicht der schwerste Kampf gegen Brudels. Autsch. Das, wenn man sich dumm anstellt, erst recht. Ich meine, sie sind alle sehr überschaubar, die Kämpfe. Aber wenn ich jetzt vergleichen müsste, wäre das wahrscheinlich der schwerste. Auch einfach wegen diesem blöden Gift. Das ist nämlich einfach nervig. So, friss. Und weg mit dir. Alter, ich habe mich jetzt schon wieder umgebracht, weil ich dumm bin. Ich bin zweimal einfach in das Gift reingelaufen, anstatt einfach... Ich, Mann, kann man nur so doof sein. So, erstes Leben weg. Und für ein letztes Mal auf die Schnauze. Viel zu einfach, aber ich stelle mich natürlich blöd an. Danke für den Multimond. Blumendiebe im Himmelsgarten. Geheimes Blumenfeld.
hart. Ich weiß noch, das hat mich damals richtig überrascht, als das kam. Und vor allem das, was uns am Ende erwartet, hat mich auch richtig überrascht. Aber ich fand es richtig cool. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, können wir uns ja erstmal ein bisschen neu einkleiden. Vielen Dank für dieses wunderschöne Outfit. Und wenn wir auch schon dabei sind, einfach vollständigkeitshalber, um es zu zeigen, geht's für uns jetzt hier erstmal nach unten. Auch etwas, was ich nicht erwartet habe, als ich es das erste Mal gesehen habe. Aber wir sind im Herzen des Waldes. Und das ist jetzt einfach mal, dass ich euch wenigstens gezeigt habe. Außerdem gibt es hier auch Monde. Das hier sind zwar keine, aber okay. Och nee, nicht so ein Wettbewerbsding. Wo muss ich denn überhaupt hin? Wo muss ich denn hin? Hä? Ja, das schaffe ich nicht. Da hoch. Ich wusste halt echt nicht, wo ich hin muss. Ach so, da läuft ein T-Rex rum. Nee, klar, kein Problem. Ganz normale Dinge. Ein T-Rex mit einem Hut. Komm schon. Och, Mann. Nein, ich habe mich versprungen. Aber ich habe ihn noch bekommen. Immer im Herzen des Waldes. Von euch Knechten habe ich jetzt mittlerweile genug gesehen. Wisst ihr das? So, Mr. T-Rex. Nimm dich jetzt einfach mal mit. Ah, warte mal. Ich glaube, ich muss dich irgendwo hinlocken. Kann das sein? Ich glaube, weil einfach so bekommen kann ich dich ja nicht. Hallo, T-Rex? Da ist er. Ja, hallöchen. Riss? Autsch. Das war nicht der Plan. Aber okay, vielleicht kann ich mich gar nicht in ihn verwandeln. Könntest du mal aufhören, mich zu töten? Da ich keine Lust habe zu sterben, bewege ich jetzt erstmal diesen Baum. Weil dann kriege ich einen Mond. Den nehme ich gerne mit. Dankeschön. Unter den Wurzeln des Waldbaumes. Wandelbaumes. Und jetzt habe ich wieder volle Leben. Ey, bist du ein großer T-Rex? Ja, bist du ein großer T-Rex? Dankeschön. Vielen Dank dafür. Das nehme ich natürlich auch gerne mit. Im Felsen im Herzen des Waldes. Der Felsen im Herzen des Waldes. Das Lesen habe ich mittlerweile auch verlernt. Ah, ich habe doch darauf gewartet, dass ein Stern blinkt. Ich habe echt darauf gewartet, dass endlich mal ein Stein blinkt. Und jetzt habe ich ihn gefunden. Friss! Der lässt mich aber auch echt nicht in Ruhe, ne? Stein ist auch ziemlich hartnäckig. Eieieiei. Kannst du jetzt mal brechen? Dankeschön. Rollfelsen im Herzen des Waldes. Verfolgt er mich noch? Nö, scheinbar nicht mehr. Hier sind ein paar lila Münzen. Brauchen wir hier erstmal so einen Samen. Die pflanzen wir einfach mal hier ein. Ups. Ich weiß zwar nicht, was es bringt, aber ich gehe einfach mal mit hoch. Na, ah, wir kommen damit wieder nach oben. Naja, gut, soll mir recht sein. Hier sind nochmal lila Münzen. Hier gibt es auch nochmal lila Münzen. Die nehmen wir auch natürlich mit. Wenn ich sie treffen würde. Dankeschön. Noch einmal lila Münzen mitnehmen. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zu unserem nächsten Hauptziel. Ja moin, hier sind Panzer. Ich habe mich schon gewundert, wann ihr herkommt. Und die Musik läuft schon wieder. Es ist so toll. Was haben wir denn hier Schönes? Wir brauchen wieder mal eine Samen. So, bitte. Einmal hier rein. Och, wo bin ich jetzt hier gelandet? Speicherpunkt nehme ich mit. Aber hier wollte ich doch noch gar nicht hin. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Da hoch. Dann bin ich auf dem richtigen Weg. Warte, da muss ich da wirklich lang? Ich habe das Gefühl, ich muss da gar nicht lang. Ich glaube, wir müssen doch hier hoch. Frage. Hier ist eine Rakete. Okay. Heben wir einfach mal ab, würde ich sagen. Warum nicht? Oh, das ist sowas. Och nee, Mondstücke. Ach nee. Die können mir Och Mann. Na gut, zwei haben wir schon mal. Euch brauche ich wahrscheinlich mal, gehe ich mal von aus. Warte, warte, warte. Ich glaube, ich erinnere mich an irgendwas. Hier irgendwo versteckt sich ein Mond. Weiß das. Irgendwo in diesem Nebel. Hier ist noch ein Mondstück. Hier ist eine Nuss. Ah, ich wusste es doch, wir müssen die irgendwie benutzen. Dankeschön. Im Nebel versteckte Nuss. Jetzt fehlt mir aber auch immer noch ein Mondstück, glaube ich. Und das finde ich hier. Let's go. Spaziergang im Nebel. Bei der Ladestation der Roboter können wir auch mal hingehen. Da finden wir nämlich noch einen Mond. Danke für die Aufladehilfe. Und jetzt machen wir uns echt mal straight auf den Weg, um den nächsten Boss zu besiegen. Ja, wobei, vorher müssen wir noch ein kleines Ding machen. Wir werden nämlich jetzt kurz zum Dating-Coach für die wundervollen Goombas. Hallöchen, ich habe gehört, du willst ein bisschen was. Ja, danke schön. Müssen wir drüber reden, dass wenn sie glücklich wird, sie einen Mond spawnt? Sollten wir darüber... Nein, wir sollten nicht darüber reden. Nehmen den jetzt einfach mal mit. Romanze in den Waldruinen. Das Traurige ist nur, die Romanze ist schon wieder vorbei, denn diese weibliche Goomba ist schon wieder verschwunden. Es tut mir doch leid, Jungs. Es tut mir wirklich leid für euch. Irgendwo versteckt sich hier was. Ja, da oben. Und hier gibt es den nächsten Mond hinter der Felswand. Hier noch ein paar lila Münzen. Wir haben echt 50 lila Münzen schon und einen Haufen der Monde. Also so schlecht läuft es gar nicht. Jetzt kommt nur eine Passage. Da kann man mich wirklich vergessen. Deswegen gehen wir erstmal hier hinter. Weil hier gibt es noch so eine Art kleine Challenge. Boah, daraus ist mal ein Short entstanden, glaube ich. Woher wissen eigentlich die Goombas, dass ich der Böse bin? So, ich könnte auch einfach nur ein cooler Mate sein, der gerade... Hat. Ach, warte mal. Ich brauche hier die ganzen Goomba-Atzen. Frage, kommt der Weg wieder? Weil normal kommt der immer wieder. Ja, er kommt wieder. Sehr gut. Danke für eure Hilfe, Goombas. Gestapelt auf dem Blumenpart. Nein! Ich mache den gleichen Fehler wieder. Ich glaube, im Short habe ich das gleiche... Oh nein, ich glaube, ich habe im Short den gleichen Fehler gemacht. Endlich kann ich dieses Gebiet verlassen. War das nervig, ey. Gewundenen Blumenpfad. Jetzt geht's nach oben mit mir. Komm schon. Ah, fast. Jetzt nochmal nach oben, nochmal nach oben. Und zwar hierhin. Hier ist nochmal eine Huttür. Oh, das ist das gewesen. Okay, los geht's. Es wird hier ein bisschen Panzer-Action geben. Erste Phase überstanden. Darf nicht vergessen, dass irgendwo sich ein zweiter Mond verstecken wird. Hier oben sind auf jeden Fall drei lila Münzen. Irgendwo wird sich hier ein Mond verstecken. Muss ich aber erstmal gegen diesen Firebro gewinnen. So, jetzt aber. Panzer-Action. Oh, jetzt müssen wir gegen andere Panzer kämpfen. Das macht jetzt nicht so viel Spaß. Weil die schießen ja zurück. Die schießen sich aber auch gegenseitig kaputt. Finde ich gut. Ich konnte nicht ausweichen. Wisst ihr was? Ihr nervt mich. Ich ziehe hier einfach durch. Ihr könnt mich einfach alle mal. Muss ich mir hier noch den Weg durchschießen? Weil hier ist ein Mond. Oh nee, das heißt, ich habe den Zusatzmond verpasst. Naja, gut, wenigstens haben wir den bekommen. Aufruhr im Aufzug. Warte, da vorne müssen wir diese Teile kaputt machen, ne? Ja, muss ich. Eins habe ich. Zwei habe ich. Drei habe ich. Oh, die Nummer vier. Ist auch down. Sehr gut. Dann nehme ich den hier mal mit. Geheimes Blumenfeld. Pfad. Was ein schrecklicher Name. Verteidige das geheime Blumenfeld. Dann wollen wir mal. Speichern und runter da. Und wen haben wir denn hier? Da bräuchte ich wohl kurz mal ein bisschen Hilfe. Es wird Zeit, gegen das Blumen-UFO zu kämpfen. Heißt es? Es heißt wahrscheinlich nicht Blumen-UFO, aber ich habe mir das gerade ausgedacht. Das ist ziemlich kreativ auf jeden Fall. Blumen muss alle Blumen haben. Boah, diesen Bosskampf fand ich immer so geil. Let's go. Der Bosskampf beginnt. Ich habe den damals nicht erwartet gehabt und dementsprechend kam er auch wirklich sehr unerwartet für mich. Was hat so an sich, wenn man was nicht erwartet? Wir müssen erstmal hier diese drei Teile zerstören. Jetzt können wir unter ihnen und sein komisches Ding hier kaputt machen.
Und Phase 1 überstanden. Dafür werden jetzt die nächsten Phasen etwas wilder. Nächste Phase. Immer gucken, dass man hier genau in die Mitte geht. Dann kann auch nichts schief gehen. Sehr schön. Phase 2 auch überstanden. Uiuiui, war das... Oh Gott, da bin ich ein bisschen... Ja, reden wir mal nicht drüber. Die Blöcke werden zwar immer größer. Sieht so ein bisschen so aus, als würde ich versuchen, in Minecraft einen Stein nachzubauen. Aber kein Problem für mich. Mach's kaputt. Let's go. Und damit ist es down. Der nächste Multimond für uns. Verteidige das geheime Blumenfeld. Und damit haben wir jetzt auch das Forstland abgeschlossen. Können gleich mal weitergehen, würde ich sagen. Wir haben noch einiges auf der Agenda heute. Wir erhöhen unseren Mondstand von 44 auf 74. Das nenne ich mal erfolgreich. Und als nächstes können wir jetzt schon in die Hauptstadt gehen, und zwar in Cityland. Machen wir uns doch mal auf den Weg. Was war das denn? Scheinbar stimmt irgendwas nicht. Wir haben das Schiff eingeholt. Ja, es ist ein bisschen größer als unseres, aber das muss schon reichen. Wie siehst du denn aus? Es wird Zeit für einen kleinen Zwischenstopp im Wolkenland, in der Nimbus Arena. Und ich glaube, ein bekannter Freund wird sich jetzt hier uns offenbaren. Na, was geht, Bro? Der ist schon einiges größer als wir. Mario, ich habe jetzt echt keine Zeit für dich übrig. Ich habe nämlich meine Hochzeit zu planen. Hast du auch nur die leiseste Ahnung, wie stressig sowas ist? Dann mach's nicht. Auch ein ganz wilder Hochzeitshut, wo Boxhandschuhe drin sind. Aber dann komm ran. Erstmal schön abwehren. Einmal den Hut anziehen. Und jetzt komm ran. Ups, ich muss auch vielleicht springen. Das sollte ich nicht vergessen. Der neue Rocky, passt auf. 1 gegen 1, her, komm her. Und Schläge. Easy. Was hat er eigentlich für eine wilde Friese auf dem Kopf? Bräuchte den Hut mal kurz wieder, dankeschön. Der wird jetzt ausweichen. Da muss ich einmal kurz springen. Die muss ich kaputt machen. Jetzt kriegt er seine Schläge. Und let's go. Autsch, das hat wehgetan. Da ist er. Komm schon. Das ist die letzte Phase. Dran denken, Bowser wird jetzt ziemlich abgehen. Alles kaputt machen. Jetzt geht's wieder ins 1 gegen 1. Dran denken, er wird sein... Ich glaube, er macht jetzt wieder seinen diesen Move. Genau, der war ein bisschen assi. Den habe ich aber kommen sehen. Und let's go. Easy. Feuer! Er ist jetzt nicht nett. Yo. Verstehst du jetzt, mit wem du es zu tun hast, Mario? Wir haben schon 7-mal gekämpft, ich habe dich schon 12-mal besiegt, das ist so viel. Angst habe ich jetzt auch wieder nicht. Aber damit landen wir im verlorenen Land. Island Toxico. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Oh nein, die Odyssee ist fürchterlich zugerichtet. Wir brauchen Powermond, um sie wieder auf Vordermann zu bringen. Wäre ja auch was Neues, wenn wir was anderes bräuchten, ne? 10 Stück fehlen uns. Das sollten wir hinbekommen. Hier sind lila Münzen. Och, jetzt kommt die Passage. Och, jetzt wurde uns Cappy geklaut. Na warte, dich hole ich mir. Warum schreit eigentlich Cappy so? Hallöchen. Ja, komm. Land. Und tschüss. Ich weiß zwar nicht, warum es Cappy nicht zerfetzt hat, aber egal. Schön, dich wieder zurück zu haben. Und hier unten sollten wir auch schon den ersten Mond in dieser Welt finden. Im Steinkäfig. Hier gibt es auch, glaube ich, gar keine Hauptmissionen. Soweit ich weiß, muss man hier nur einfach 10 Monde finden. Und das machen wir natürlich mal ganz schnell. Zum Beispiel mit diesem hier. Ein Block in Trümmern. Oder diesem hier, der sich hier hinten versteckt. Unter dem Klippenrand. Du müsstest jetzt kurz was für mich machen. Versuch mal ganz genau zu zielen. Das war schlecht. Ich muss mich genau hier hinstellen. Ah, oh, da bin ich zu spät gewesen. Alter, ich krieg's aber auch nicht hin. Hier sind ein paar lila Münzen. So dumm. Okay, pass auf. Nochmal. So, sehr gut. Trifft das auch? Jawohl, es hat getroffen. Muss ich nur noch irgendwie da hinkommen. Ich glaube, das kann ich aber erst später. Hier sind nochmal lila Münzen. Hier sind auch nochmal welche. Da muss ich hier mal kurz raus. Einmal kurz einen Stampfer machen. Dankeschön. Hier ist nämlich noch ein Mond. Das Geheimnis der Propellersäule. Jetzt müssen wir nur noch hier rüber klettern, weil hier versteckt sich noch ein Mond auf einer Propellersäule. Und hier gibt es nochmal ein paar lila Münzen. Hier ist eine Huttür. Kleines Pixel-Level. Oh, das konnte ich nicht leiden, weil hier blöde Fassis sind. Mond Nummer 1. Dankeschön. Achtung, Fassis in der Wand. Ich habe mich umgebracht. Und hier ist Mond Nummer 2. Über die Fassis über dem Sumpf. Komm schon. Nein, ich habe so einen Fehler gemacht. Komm, komm. Komm, oh Mann, ich bin so dumm. Wieso stelle ich mich jetzt so blöd an? So, jetzt aber. Das kannst du dir nicht ausdenken. Mann, so schlecht sein. Dankeschön, endlich. Der eingesperrte Schatz. Jetzt müssen wir uns hier noch entlang bewegen, weil sich hier unten noch ein Mond versteckt. So, jetzt müssen wir hier durch. Das hier einmal alles aktivieren. Dankeschön für das Herz. Hier noch kurz einmal stampfen. Damit nehmen wir noch diesen Mond mit. Dankeschön, auf den Weg zum Gipfel. Wir haben unsere 10 Monde schon erreicht. Trotzdem werden wir jetzt noch uns auf den Weg zum Gipfel machen. Sind ja eh gleich oben. Das ist ein Zeitding. Das heißt, ich sollte mich mal ein bisschen beeilen. Ich glaube, das könnte ziemlich knapp werden, Alter. Schnell mal speichern. Dann können wir uns hier gleich den nächsten Mond kaufen. Vielen Dank, Shopping auf Island Toxico. Und uns dieses Outfit hier kaufen. Ich finde das so toll. Ach und komm, ich habe noch 5 übrig. Dann kaufen wir uns jetzt noch hier diese Tropendings. Jetzt sehen wir wieder richtig schick aus. Hiermit können wir noch fliegen. Ich überlege nur gerade, wo wir denn hinfliegen müssen. Da hinten müsste man hin. Dann machen wir das doch mal, würde ich sagen. Dankeschön. Segelflug über Island Toxico. Und damit haben wir alle Monde, die wir hier im vergessenen Land brauchen würden. Und dann geht es hier in der nächsten Folge weiter. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns hier wieder beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.